Man sieht immer nur das, was man verändert, dass man da vielleicht was verhindern könnte, aber wenn ich etwas so lasse, wie es ist, kann es der Schaden am Ende viel größer sein. Hallo, Herr Professor Quaschning. Hallo, Herr Affelt. Schön, dass wir wieder bei Ihnen sein dürfen, ja, hier in gerne, der HTW. Jederzeit. Wir sind heute mal draußen. Das Wetter ist so schön. Naja, für die Jahreszeit immer noch zu warm, auch wenn man irgendwie, kriegt man dann im Internet gleich wieder Kommentare, naja, reden über Klimawandel und so und dann laufen sie in der Winterjacke rum. Aber wenn wir jetzt plus 15 Grad hätten, dann müssen wir uns wirklich richtig ernste Sorgen. Ich glaube auch, ja. Wenn wir schon mal hier an der HTW sind, was haben wir denn eigentlich hier für eine tolle Wand. Also relativ spannend. Hier geht es um die Industriegeschichte, um diesen Standort. Das ist den meisten gar nicht bewusst. Hier in Oberschöneweide hatten wir mal Europas größtes Industriegebiet. Also hier wurde auch wahnsinnig viel gemacht. Hier hat man schon mal Autos gebaut. Hier hat man Industriegüter gebaut. Hier hat man sogar schon mal Elektroautos gebaut. Das ist nur über 100 Jahre her. Also das heißt, Tesla ist jetzt nicht der Erste, der hier in Berlin-Brandenburg Autos bauen wird mit Elektromotor. Das hatten wir schon mal. Sah natürlich auch irgendwie bessere Kutschen. Aber das ist hier am Standort passiert. Wahnsinn. Und, hier ist natürlich der Denkmalschutz immer auch sehr unterwegs und deswegen gibt es seit kurzem auch so eine Ausstellung, wo die ganze Industriegeschichte von der Gründerzeit über die DDR-Zeit, wo man hier Kabel gebaut hat, bis dann heute dann dargestellt ist. Jetzt haben Sie ja schon angesprochen, das Thema Elektromobilität ist schon über 100 Jahre alt. Wir wissen das, ihr wisst es auf einem Kanal. Wir haben oft drüber gesprochen, in den 20er, 30er Jahren gab es fast mehr Elektroautos auf den Straßen als Verbrenner oder andere Fahrzeuge. Herr Quaschning, dieses ganze Thema erneuerbare Energien, auch Elektromobilität, ist ja eigentlich ein Thema, was uns wirklich Mut machen sollte für die Zukunft. Ja? Wir verbrennen Kohle, wir wühlen Landschaften durch, wir bauen Uran ab, verstrahlen Landschaften, wir holen Erdöl aus dem Boden und machen auch da eine Menge falsch. Und trotzdem weht den erneuerbaren Energien immer wieder so ein Wind, steifer Wind entgegen. Woran liegt das? Das liegt, glaube ich, am Menschen, dass der einfach Probleme hat, sich zu verändern, für irgendwas Neues zu machen. Wenn man einfach in die Geschichte guckt, also was weiß ich, die ersten Heißluftballons, die dann hochgestiegen sind, da hatten die Menschen irgendwie Riesenangst. Also als sie dann gelandet sind, sind die mit Mistgabeln auf den Heißluftballon losgegangen, also, weil das einfach irgendetwas anderes, was Neues war, was unheimlich ist. Ja. Die ersten Autos, die gelaufen sind, kennt man ja auch so aus den älteren Filmen. Da musste dann vorher ein Jogger vorne mit einer roten Fahne rumlaufen, um die Leute dann vor diesem Auto zu warnen. Heute ja eigentlich unvorstellbar. Und es geht einfach darum, es gibt neue Sachen, neue Entwicklungen und offensichtlich scheint der Mensch irgendwie das Bewährte, das Bestehende, da weiß man, das funktioniert und da brauche ich keine Angst haben und alles Neue löst halt dann irgendwo auch Ängste aus und diese Ängste sorgen halt einfach dann auch für diese dramatischen Widerstände und man muss versuchen, die Leute halt abzuholen und wo es dann einfach nicht geht, einfach machen und die Ängste legen sich ja dann auch, wenn man dann nach ein paar Jahren feststellt, oh, ist ja gar nicht so schlimm, wie ich am Anfang gedacht habe. Und ist es nicht auch Lobbyarbeit? Zum Teil natürlich schon, also das kommt natürlich noch dazu, aber man sieht natürlich sehr große Widerstände auch aus Kreisen der Bevölkerung, wo jetzt nicht unbedingt eine große Industrielobby dabei ist. Das sehen wir mal bei Windkraftanlagen, da sind ja dann auch sehr viele Windkraftgegner. Da ist ja nicht immer überall RWE dahinter und gibt denen jetzt Geld, protestiert mal. Also da sicherlich im Einzelfall könnte sowas auch vorkommen, aber das heißt, es vermischt sich dann ein bisschen. Erstmal die Ängste, die man natürlich dann sehr gut bedienen kann. Das heißt, die Lobbyisten, die spielen natürlich dann auch gerne mit irgendwelchen Zahlen, unterstützen dann natürlich auch diese Sachen. Und die Lobbyisten sind aber gar nicht so auf der Straße aktiv und ketten sich an Bäume, sondern die gehen natürlich direkt zu Frau Merkel oder zur hohen Politik und versuchen dort natürlich über entsprechende Gesetze oder Sachen das Ganze ein bisschen zu verschleppen und auszuhebeln. Jetzt haben Sie schon das Thema Bäume angesprochen und Bäume, das bringt uns ja gleich zu dem Thema Tesla und das ist, glaube ich, auch so ein sehr schönes Beispiel. Da haben jetzt Umweltverbände, Grüne Liga zum Beispiel, sicherlich politisch nicht irgendwie negativ bewertet, vielleicht der VLAB, ein bisschen ist eine andere Geschichte. Aber die Grüne Liga ist ja nun ein straighter Umweltverband. Da sind so verschiedene Gruppen mit drin. Und die müssten sich doch eigentlich freuen, dass was in Richtung erneuerbare Energien, nachhaltige Mobilität gemacht wird. Die haben aber nun geklagt gegen Tesla. Ja, also genau, hatten wir schon angesprochen, es gab ja zwei Vereine. Also der eine ist ein Landschaftsverband aus Bayern, der auch gerne gegen Windenergie ist. Also das ist sicherlich so eine Vereinigung von Leuten unter dem Umweltmantel, die auch gerne neue Sachen verhindern. Die Grüne Liga ist eigentlich aus DDR-Zeiten ein bekannter Umweltverband. Klar. Das würde man denen erstmal nicht unterstellen. Gab aber offensichtlich, was man so aus der Presse mitgenommen hat, auch Stress dann danach bei der Grünen Liga selber, ob das nun gut ist, was man da gemacht hat oder nicht. Gab ja auch viele Negativpresse insgesamt. Es ging wohl,
was ich mitgekriegt habe bei der Grünen Liga, eher ums Prinzip. Das heißt also, man hat ja noch gar keine Umweltverträglichkeitsprüfung erstellt. Theoretisch könnte ja auch rauskommen, man darf da gar kein Werk bauen. Mhm. Und natürlich dann vorher den Wald platt zu machen, ist natürlich dann auch ein bisschen fragwürdig an diesem Punkt. Also hier haben wir natürlich wieder die zwei Interessen. Einerseits irgendwo, dass hier natürlich ein Eingriff in die Natur stattfinden muss, geht gar nicht anders. Auf der anderen Seite natürlich, dass dann auch Produkte rauskommen, die dann umweltfreundlich sind. Oder da geht es darum, während den Anfängen, wenn das jetzt Tesla hier mal mit dem Autofabrik macht, wo man wahrscheinlich gar nicht dagegen ist, dann macht das vielleicht am Ende auch irgendwie RWE mit dem nächsten Braunkohletagebau und fällt schon mal den Hambacher Forst, bevor die Genehmigung da ist. Und dann möchte man sowas natürlich am Anfang dann unterstützen. Also insofern unterscheidet man dann oftmals bei Umweltverbänden nicht, ob man das, was man verhindert, eigentlich für die Umwelt langfristig eher gut ist oder ob es dann auch schädlich ist. Man sieht das ja auch bei Windkraftanlagen, auch da hat man so das Zwiespältige, auch da gibt es dann die Leute, die sagen, okay, also das geht gar nicht, Windräder, der einzelne Vogel ist halt so heilig, dass wir die Windenergie nicht machen können, und dann verliert man auch die großen Zusammenhänge aus dem Auge, weil auch ein Autowerk, was zum Beispiel von Tesla nicht gebaut wird, hat ja einen großen Umwelteffekt. Das heißt, es würde ja bedeuten, dass also, wenn wir dann 500.000 Elektroautos weniger bauen, 500.000 Verbrenner mehr auf der Straße rumlaufen, die natürlich dafür schon, wenn wir nicht intensiv auf öffentlichen Nahverkehr umbauen, was ja auch jetzt in dem Maße nicht stattfinden wird, also wird die Anzahl der Autos sich ja erstmal weiterentwickeln. Man muss was dafür tun, dass wir weniger Autos haben, aber de facto werden die Anzahl an Elektroautos, die nicht gebaut werden, mit Verbrennern aufgefüllt werden. Das bedeutet, dass man zum Beispiel, wenn man das Thema Wald uns anpacken, dann in Kanada wird ja auch zum Beispiel für den Ölsandabbau wahnsinnig viel Wald abgebaut. Das heißt also, ich verhindere dann theoretisch hier in Grünheide, dass ein Baum abgefällt wird, und dafür fallen dann zwei in Kanada, weil das Öl dann dort für die Verbrenner rausgeholt wird. Und diese Zusammenhänge sind halt immer relativ schwierig. Und deswegen, es ist immer nicht, also man sieht immer nur das, was man verändert, dass man da vielleicht was verhindern könnte. Aber wenn ich etwas so lasse, wie es ist, kann der Schaden am Ende viel größer sein. Genau. Sie haben es gerade angesprochen vorhin, Industrieanlagen haben immer einen Eingriff in die Umwelt, ob es jetzt Tesla heute ist oder hier zum Beispiel auf dem Bild. Das sieht jetzt auch nicht gerade nach einer umweltfreundlichen Produktion aus, Kohlepause. Also ich glaube, man muss wahrscheinlich lernen, dass man eben mit bestimmten Belastungen leben muss. Aber letztlich ist immer die Frage, wie man so schön sagt, was kommt hinten raus? Genau, also bei den Bildern, es geht ja auch ums Minimieren. Ich meine, das ist jetzt hier vor vielen, vielen Jahren, also vor weit über 100 Jahren gewesen. Damals hat natürlich Umweltschutz nicht so eine große Rolle gespielt. Da ging es um die Industrialisierung, dann hat einfach ungefiltert die Kohle da durchgejagt. Das sieht hier auf dem Bild noch ein bisschen malerisch aus. Aber also damals, glaube ich, ist einem auch dann der Atem stocken geblieben. Auf jeden und Fall, irgendwann hat man gelernt, dass man versuchen muss, einen Kompromiss zu finden zwischen Eingriff in die Natur und Industrieproduktion und Arbeitsplätze. Und wir sehen das eigentlich mit der zunehmenden Industrialisierung des Planeten und auch des Bevölkerungswachstums, des Wohlstandswachstums, einfach das Pendel so ein bisschen umschwingt. Früher waren es einfach lokale Probleme, natürlich hier am Standort. Aber wenn man jetzt, was weiß ich, hier nach Zehlendorf gefahren ist, dann hat das sicherlich nicht viel ausgemacht. Und heute sind einfach die Probleme viel größer und deswegen auch globaler unterwegs. Und deswegen muss man auch schauen, dass man das immer mehr in den Pendel rückt. Aber man muss auch unterscheiden. Es gibt halt einfach sehr lokale Umweltprobleme, wie zum Beispiel jetzt auch das Fällen eines Baums, da wo Tesla gebaut wird. Das ist eine lokale Sache. Der Klimawandel ist etwas, was dann alle trifft. Und wenn wir den Klimawandel nicht stoppen, ist die Frage, ob wir dann in 100 Jahren überhaupt noch einen Wald hier in Berlin haben. Und deswegen muss man auch diese Punkte dann adressieren. Genau. Danke erstmal für die Einführung. Wir haben unter die ersten beiden Videos, die wir zusammen gemacht haben, die ja auch viel, viel geguckt wurden. Also das eine über 17.000 Mal, fand ich schon sehr erstaunlich. Also freut mich natürlich sehr. Eine Menge Fragen, eine Menge Kommentare drunter. Okay. Ich habe mir mal so ein paar wichtige Dinge rausgeschrieben und vielleicht gehen wir jetzt doch irgendwo rein, wo es ein klein bisschen gemütlicher ist und sprechen die Sachen mal durch. Machen wir. Gerne. Alles klar. Dann ich folge Ihnen. Gut. Alles klar.